Ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen zurück zu Crash XS. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Ja, genau, ich habe ja die Session beendet, genau. Es war so scheiße, ein 25-Minuten-Part und da haben wir mal eben Platin-Relikt geholt. Ich glaube, Level 12 haben wir auch noch geschafft, oder? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Wir machen weiter mit Level 14, einem weiteren Dschungel-Level. Ich hoffe mal, dass hier alles möglich ist, im Gegensatz zu anderen Leveln, die wir bevor... Komme ich da? Ah ja, wir haben ja den Doppelsprung. Ich bin immer noch so ein bisschen irritiert deswegen. Ich bin das einfach so an Super Mario gewöhnt, dass man eigentlich nur einmal springen kann. Und das ist halt so der Clou. Also, man kann zweimal springen und das hilft einem auch sehr weiter. Und wenn man dann noch duckt und doppelt springt, dann ist es ziemlich hoch. Und wenn man dann noch sich so drehen könnte wie in Crash 3 und Crash 2, dann könnte man sogar richtig an Höhe gewinnen. Also dann dürfte eigentlich gar nichts ein Problem sein. Das wäre ultra geil, ist aber hier nicht der Fall. Wir müssen uns stattdessen diesen... Ja, wieder falsche Taste. Erstmal wieder reinkommen, ne? Ne, also auf jeden Fall, ja, müssen wir diese Chamäleons dann da töten. Die könnten uns natürlich Probleme bereiten. Es ist ja so, die kann man nicht mit der Drehattacke einfach so umhauen und besiegen. Wir müssen da wirklich grätschen. Und wenn man dann einfach zu dumm ist, ja, die Grätsch-Taste zu drücken, statt... Ich weiß, ich habe immer noch nicht nachgeguckt, ob ich die Tasten irgendwie falsch belegt habe. Das wäre die einzige Möglichkeit. Aber das ist auch natürlich richtig kacke hier. Ja, da muss man sogar springen. Aber hier haben wir noch einen Hurgebach. Und das ist sehr wichtig. Also das ist sehr gut. Aber das Level hat jetzt nicht so den Anschein, als würde es hier mehr Kisten geben. Also als würde es hier einen Edelstein geben, der für mehr Kisten holbar ist. Okay. Am besten nicht auf die Nitro-Kiste drauf. Das versteht sich wahrscheinlich von selbst. So. Okay, es sind ziemlich komische Level, also ziemlich hügelige Level. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass die... Oh. Ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass die Level einfach so linear und flach gehalten sind, wie die im PS1-Teil tatsächlich. Da oben muss ich auch noch irgendwie hinkommen. Ach so, okay, schon verkackt. Verstehe. Ich soll dann nämlich... So hin. Ja, richtig. So geht's. Wahrscheinlich habe ich auch irgendwo im, im Mondlevel, ich sag Mondlevel, obwohl es eigentlich eher so ein, ja, Weltall-Level ist, so ein Universumslevel. Wie kann man das sagen? Raumstation-Level. Raumstation-Level. In einem dieser Raumstation-Levels oder Zukunftsleveln habe ich sicherlich so eine Stelle übersehen. Ich wollte da ja mal nachgucken. So, wieder ein paar Nitro-Kisten, aber sonst ist hier nichts. Ich komme auch nicht da hoch, irgendwie auf die Spitze dieses Affenkopfes. Ja, danke, das habe ich riechen können. Aber die Weitsicht ist halt echt scheiße hier in dem Spiel, ne? Also auf die könnte man es eigentlich auch schieben. Man sieht halt ja echt nicht alles. Aber die Steuerung ist wenigstens so. Crash ist wenigstens richtig gut gehalten. In dem Sinne, dass man wirklich seine Aktion sieht. Aber das Problem ist, dass halt die Weitsicht, ja, ich kann hier halt nicht so weit nach rechts gucken. Ich brauche hier nur runterstehen. Och, ja klar, der schießt einfach mal auf jeder Ebene. Ja, da ist Crash natürlich auch ein bisschen groß. Aber dann ist halt so die Frage, wie soll ich denn da rüberkommen? Dann ist es echt so eine Frage, echt eine berechtigte Frage. Wie sollen wir da rüberkommen? So, vielleicht einfach rüberspringen? Ich hätte auch gerne die Akkukiste da oben. Okay, da können wir wahrscheinlich anders hin. Habe ich gerade können gesagt? So, ich hasse euch, deswegen beseitige ich euch einfach. Dann wollen wir hier hin und die Akkukiste holen. Hurgeba! Okay. Man kommt doch hier hoch. Ist jetzt aber kein Glitch oder Bug oder irgendwie sowas, oder? Warte mal, kommt da bestimmt hoch. Na gut, jetzt habe ich es schon verkackt, die Akkukiste ist weg. Hätte er vielleicht noch ein bisschen höher kommen können. Ich hoffe es einfach mal nicht. Geht es jetzt nach da unten weiter oder wie habe ich das jetzt zu verstehen? Hier haben wir noch eine Kiste. Da drüben auch. Es könnte tatsächlich so sein, dass es dort weitergeht. Nee, es geht oben weiter. Jetzt weiß ich halt nicht, ob da unten tot ist. Ich gehe mal davon aus. Runter gucken kann man nicht. Aber da die Lava darunter fließt, würde ich einfach mal sagen, nö. Darunter springen wäre fatal. Nee, komm, ich gehe jetzt einfach diesen geheimen Weg. Wir haben ja bereits den grünen Edelstein gefunden. Das habe ich so in Erinnerung.
Und, wie geht nochmal die Stampfattacke? So, okay. Nee, nee. Lieber weg. Oh, mein Leben! Oh, ist ja schade. Ich würde gerne wissen, wie viele Kisten ich habe. Select, ne? Ich drücke Dreieck. Ich meine natürlich, ich drücke... Nee. Ist jetzt echt schwer, eine Taste zu erfinden, die nicht so auf dem GBA existiert, also... Ja. Okay. Jetzt habe ich aber nicht auf die Kisten geachtet. 34. Ein Bonuslevel wird wahrscheinlich noch kommen. Da müssen wir nochmal runter. Oder einfach vielleicht von oben eine kleine Stampfattacke machen hier. Ja, geht auch. Ah, und dann haben wir hier direkt unseren nächsten Checkpoint. Okay. Da hat uns der Hurgebar nochmal gerettet. So. Auf keinen Fall den Kristall vergessen. Der ist ja tatsächlich sehr wichtig. Okay, so kann man den noch holen. Sonst hätte ich mich ein bisschen beschwert. So, es ist ja tatsächlich wichtig. Aber hier wäre ich nicht hochgekommen. Also hier wäre das tatsächlich das Ende. Und hier ist wahrscheinlich ein Checkpoint gewesen. Habe ich das richtig gesehen oder nur ein Leben? Also es ist echt wichtig, hier so echt konzentriert bei der Sache zu bleiben. Das war doch ein Fehler. Warte, ich bringe mich nochmal um. Ah. Der Gegner muss natürlich auch davon sterben. Nee, weil ich bin mir ziemlich sicher, es gibt hier richtig viele Kisten. Also, ja gut, vergleichsweise wenig eigentlich, aber... Ah, und den Kristall muss ich nochmal einsammeln? Das ist aber anders als in den alten Teilen, ne? Nee, ich erwarte da oben eigentlich an der einen Stelle noch etwas. Hallo? Hast du gerade geschafft? Nein, nicht ducken. Der braucht so lange um die Duck-Animation. Nee, also ich muss da schon irgendwie... Okay, ich habe das gerade noch irgendwie geschafft. Das habt ihr ja gesehen. Fast. Ey, das ist jetzt aber ein bisschen scheiße, ne? Jetzt versucht man mich doch ein bisschen zu verarschen, oder? Alter, zerstör das scheiß Ding doch einfach. Ja, genau so. Ach, ich bin jetzt mit Doppelsprung hochgesprungen, oder wie? Ich kann vielleicht... Ja, fast. Ich wäre da fast hochgekommen. So, da habe ich auch beide getroffen und hier war kein Checkpoint. Also, das war jetzt nicht das Problem. Ich gehe davon aus, dass da oben noch was ist. Okay, ist aber nicht. Hat mich jetzt so ein bisschen stutzig gemacht. Das war einfach nur die Sache. Ja, man muss auch einige Sachen einfach mal überprüfen, ne? Also, man will ja nicht so durchkommen. Ich will halt einfach nicht, dass ich da wieder ein paar Kisten übersehe, wie beim letzten Mal. Weil das schon echt nervig ist. Okay, aber so komme ich ja noch hoch. Das Leben kriege ich auch noch. Gut, das war's um die Nitro-Kisten. Aber hier gibt es schon einige Nitro-Kisten. Das heißt, wir werden am Ende noch einige absahen können bei dem Nitro-Kistenschalter. Oh, nein, nicht ducken. Oh. Läuft gerade ein bisschen scheiße, ne? Läuft gerade so ein bisschen wie in den anderen Crash-Teilen, wo ich einfach, ja, einfach durchlaufe. Einfach versuche, ja, komm, mach's mal heute. Probier's einfach mal aus und wenn es nicht klappt, dann liegt es an deinem Leichtsinn. Dass du nicht hier wirklich auf das Spiel konzentriert bist oder so. Ach, boah, ich war jetzt gerade wieder erschrocken wegen den null Leben. Also, hätte man definitiv besser lösen können. Aber das ist die... jetzt drücke dich erstmal aus. Versuch dich richtig auszudrücken. Also, das Bonus-Level-Theme... Ist hier doch ein bisschen anders als in den anderen Teilen, oder? Also es hört sich wirklich schon anders an. So, da oben ist nämlich eine Metallkiste. Dann gehen wir nämlich nochmal zurück. Okay, es reicht sogar aus, um wieder zurückzukommen. Und die letzte Kiste? Habe ich hier noch eine übersehen? Wird wahrscheinlich am Ende sein, ne? Wenn es nicht eine Nitro-Kiste ist. Vielleicht war ja auch in dem Bonus-Level... Ach so, ja, verarscht mich doch, ja. Okay, nochmal. Nee, vielleicht war ja in dem Bonus-Level von diesem Raumstation-Level noch irgendwie ein Dingens. Ein Dingens, ihr wisst schon. Ein paar Kisten.
Oder besser gesagt, der Nitro-Kistenschalter. Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Gab es da überhaupt Nitro-Kisten? Ich brauche da wahrscheinlich gar nicht mal so lange nachdenken, weil es wahrscheinlich so der Fall ist, dass da Nitro-Kisten existieren. Ja gut, ich könnte den auch von unten betätigen. Ich muss mich da jetzt nicht so durchzwingen. So, dann machen wir nämlich den hier und haben dann hinterher nicht das Problem mit den Kisten, mit der einen Kiste, die dann, ja, einfach mal nicht zu erreichen ist. So wie es vorhin der Fall war. Aber wir dürfen natürlich auch jetzt hier nicht runterfallen, ne? Gut. Schön gemeistert. Und 3 Leben kriegen wir auch noch dazu. So. Dann geht's weiter nach links. Ich musste kurz überlegen, ja. Rechts, links. Oder vielleicht auch den Tod. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Stirb an Ort und Stelle. Das Motto im Altersheim. Stirb an Ort und Stelle. Hm. Genau. Sie leben, um zu sterben. Leben sie noch heute hier. Und sterben sie hier. Wir wollen, dass sie alle hier sterben. Verbringen sie ihre letzten Tage an Ort und Stelle, wo sie gepflegt werden und auf ihr Tod vorbereitet. Nein, ich hab's gesehen. Warte mal, ich komme da noch hoch. Ja, also. Es ist ziemlich versteckt. Weg mit dir. Oh, du bist auch ziemlich böse. Der ist auch ziemlich Nein! Ah, ey, das ist echt eine scheiß Stelle. Aber die ist wenigstens mal ein bisschen schwieriger. Da ist man auch ein bisschen mehr selbst schuld, wenn man hier mal... Ah, du kleiner Pisser, ne? Man muss hier wirklich ein bisschen... Nein. Boah, das war auch wieder knapp. So, jetzt haben wir sie alle beseitigt, diese ganzen Ureinwohner. Und damit auch unseren ersten Edelstein, oder? Das ist der erste Edelstein? Nee. Klar, wir haben im Wasserlevel noch ein paar Edelsteine geholt. Also, ist es nicht unser erster Edelstein in dem Level, in der Welt? Wir können jetzt Kurs 15 machen, oder Level 15. Bleibgefecht. Ich hoffe mal, es ist ein Fluglevel, das nicht ganz so lange dauert wie das letzte. Ja, wir müssen wieder ein paar Flugschiffe zerstören. Hier haben wir definitiv die Möglichkeit, alle Kisten zu holen. Aber ich bin jetzt nicht so der Fan von diesen Leveln. So, ich werde auch noch nicht diese Tore nehmen, diese Beschleunigungstore, dass ich immer auf dem Weg mal ab und zu eine Kiste befinden kann und ich dann nicht mehr an die rankomme. Also, das ist schon ziemlich logisch. Also würde ich das einfach mal vorschlagen. So. Ich finde schon, dass das irgendwie grafisch relativ gut aussieht. Kann ich euch irgendwie abschießen? Ich kann sie dazu bringen, die Bomben fallen zu lassen. Na gut, ich habe schon ein bisschen was vergessen oder verloren. Aber irgendwie treffen tue ich sie jetzt hier nicht. So, wäre schön, wenn ich auch die ganzen Kisten hier mal erwische. Natürlich, Nitro-Kisten. Es kann sein, dass am Ende noch irgendwie eine Nitro-Kiste übrig bleibt. Wir haben jetzt schon die Kisten verkackt, das ist sehr schön. Aber ich hoffe einfach nur mal, dass da so eine Stelle ist, mit der ich einfach mal diese Kisten ausschalten kann. Einfach zerstören kann. So. Das Luftschiff fliegt oder fällt runter. Das ist eine tolle Sache. Ich meine, klar, ich kann ja hier nicht diese... Was sind das für Dinger? Raketen? Klar, Nitro-Kisten kann ich nutzen. Die kann ich zerstören. Aber ich hoffe einfach mal, dass am Ende von diesem Level einfach mal so eine Stelle ist, wo ich einfach mal so die ganzen Nitro-Kisten zerstören kann, weil sonst habe ich echt ein Problem. Alter, aber die übertreiben es hier echt schon ein bisschen. Ja, wobei, bei den Nitro-Kisten ist es ja eigentlich auch so, dass sie runterfallen. Die werden abgefeuert, das heißt, sie fallen so oder so runter. Ich denke mal, die zählen dann irgendwann nicht mehr. So. Gleich kommt der nächste Checkpoint. Einfach noch einmal hier dieses wundervolle, oh, wirklich wundervolle Luftschiff zerstören. Zerstör es, okay. Meine Fresse, ich hoffe, das ist die letzte Einheit, die jetzt hier noch vor uns steht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Nitro-Kisten dann jetzt nicht zuzählen. Weil man sieht ja, dass sie runterfallen. Ich denke mal... Ah, ich weiß auch nicht.
Normalerweise zählen runtergefallene Kisten ja auch als kaputte Kisten. Aber die gleiten runter. Das heißt, sie müssen ja nicht zwingend irgendwie zerstört werden. Oh, ich brauche definitiv jetzt mal so ein bisschen was an Heilkisten. Oh, das wird das Ende sein. Es wird das Ende. Ja, das ist das Ende. Ah, da hatten wir nicht genug Leben. Da will ich mich jetzt wieder umbringen. Ja, bitte, bringt mich um. Ich habe Kisten übersehen. Ich muss dafür bestraft werden. Wow. Okay. Enttäuschend wäre es natürlich, wenn ich... trotzdem die Nitro-Kisten zerstören muss. Aber das wäre doch ein bisschen hart, oder? So, hier einfach mal ein bisschen ausweichen. Okay, da bin ich eigentlich mal komplett in ihn reingefahren. Aber die ziehen jetzt zum Glück nicht so viel ab. Die lieben Herren. So, einfach mal hier ein bisschen rumfliegen und jetzt durch das Tor. Einfach mal einen kleinen Vorsprung ergaunern. Meine Güte. Ja, hier ist schon viel los. Das ist jetzt nicht mal so ein Level, wo man einfach, gedankenlos einfach rumfliegen kann. Boah, also ich würde es echt geil finden, gäbe es hier mal ein paar Checkpoint-Kisten oder sonst wie was. Weil ich habe echt keine Ahnung, wie lange ich das jetzt noch durchhalte. Ja, komm. Letztes Luftschiff, das wir hier zerstören müssen. Das sich nicht treffen lässt, warum auch immer. So, irgendwie noch treffen. Ja, vielleicht kriegen wir es gleich runter. Ich glaube, das letzte ist am schwierigsten. Ah, wobei. Es ist schon runtergefallen, okay. Oder es ist gerade dabei runterzufallen. Den Edelstein haben wir. Quatsch, den Kristall haben wir, aber den Edelstein nicht. Ja, das ist natürlich so eine ganz dreckige Angelegenheit. Da würde ich eigentlich auch noch versuchen, das Goldrelikt zu holen. Also, das machen wir dann beim nächsten Mal. Den Versuch, sowohl Edelstein als auch Relikt zu bekommen. Okay. Oh, ich bin eigentlich gar nicht mehr auf diese Fluglevel vorbereitet. Ich erfreue mich nicht mehr an ihnen. Das ist ziemlich schlimm. Gut, das war's aber für die Folge. Beim nächsten Mal machen wir dann auch wirklich mit dem Level weiter und besiegen dann Tiny Tiger, eventuell, wenn es noch hinkommt. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.